Also es handelt sich da um 15 Personenwagen. Und die sind alle vorgesehen zum Verschrotten. Die Wagen sind aber in einem technisch guten Zustand. Und die würden auch bei uns noch 20 bis 30 Jahre laufen, wenn wir nicht das Behindertengleichstellungsgesetz hätten. Ich habe dann das erste Mal mit Appenzeller Bahnen geredet, sie sollen ihren Entscheid ein bisschen aufschieben. Ich würde noch Sachen unternehmen, um zu schauen, ob wir diese Wege in Afrika zum Beispiel einsetzen können. Der Kontrollingenieur, der da war, hat mir sofort den Kontakt geschaffen zu der Bahn STIB. Das ist die internationale Bahnstrecke von Ouagadougou in Burkina Faso auf Abidjan in der Elfenbeinküste. Die Strecke ist 1000 Kilometer lang. So wie es aussieht, ist also der Kauf jetzt abgeschlossen. Also es ist ja einfach eine Tatsache, dass jetzt wegen dem vielen neuen Rollmaterial, das geliefert wird in den nächsten Jahren, dass viel Material überzählig wird. All diese Wege, die wären höchst willkommen in Afrika, aber auch in Asien. Ich denke Kambodscha, ich denke Vietnam. Und weil sie Personenwege nicht haben und nicht kaufen können, neue, ist es denn so, dass eigentlich alte Schweizer Wege, alt eben nicht, sondern sie wären noch gut brauchbar 30 Jahre, dass diese Wege dort vermittelt werden könnten.